Zum dritten Mal sind wir Tosom op Tour, diesmal in Dagebüll und wir machen eine Wattwanderung. Moin, moin. Guten Morgen, Frau Hallo, Ingwersen. Grüße Sie. Moin, Frau Ingwersen. Also ich mache Wattführungen offiziell seit 2009, aber in meiner Zeit als Vogelwart, ich arbeite immerhin schon über 30 Jahre ehrenamtlich für den Verein J-Sand, waren auch immer wieder Wattführungen mit dabei. Ich wollte Ihnen einmal die Zusammenhänge zeigen, von der Kieselalge über den Wattwurm bis zum Fisch und die ganzen Muscheln natürlich. Und was mich selber fasziniert, sind die Vögel. Die Vögel, die eben gerade hier im Watt ihre Nahrung finden. Und wir sind mit der Dreh- und Angelpunkt vom ostatlantischen Vogelzug. Das Besondere an dem Wattwurm ist, dass er in einer U-förmigen Röhre lebt. Der Ausgang ist der Spaghettihaufen, den wir ja alle kennen. Und was mich an dem Wattwurm auch wirklich fasziniert, ist zum Beispiel, dass er auch den roten Blutfarbstoff hat, den wir Menschen auch haben. Also wir haben was gemeinsam, der Wattwurm und der Mensch. Watt ist eigentlich untergegangenes Land. Bei den großen Eiszeiten vor 45.000 und 85.000 Jahren hatten wir noch sehr viel Eis auf den Polen. Das ist vor ein paar Tausenden von Jahren ist das abgeschmolzen. Dadurch ist der Wasserspiegel gestiegen und so ist dieses Land untergegangen. Die Wattgefahr ist, dass man das kommende Wasser unterschätzt, vor allem die Geschwindigkeit. Und viele denken auch, dass das Watt von einer Seite kommt. Aber das ist eben nicht so. Man muss schon ganz genau wissen, wo sich das Wasser wie verhält. Und immer erkundigen, wenn man ins Watt geht. Am sichersten ist man kurz vor dem Deich oder kurz vorm Strand. Und die Gefahr ist auch immer wie an besonders schönen, windstillen Tagen von Seenebel. Knapp eine Stunde waren wir jetzt im Watt unterwegs. Wenn man als Normalsterblicher eine Wanderung machen möchte, geht man einfach raus oder wie sollte man das machen? Das sollte man tun, dies nicht machen. Viele unterschätzen das Wattenmeer, aber es hat seine ganz eigenen Gefahren. Man sollte immer unter Führung eines sachkundigen Wattführers das Watt betreten. Informationen dazu gibt es in der Touristinfo. Es hängt an unserer Strandwache die entsprechenden Wattwanderungen aus. Das ist natürlich sehr flexibel durch die Tiden. Wir haben ja Ebbe und Flut, deshalb gibt es keinen festen Kalender und man erfährt es direkt vor Ort, wann die Wattwanderungen stattfinden. Damit beginnt unsere Tour hier in Dagebüll, Tosom op Tour und wir freuen uns, was wir diese Woche alles erleben dürfen. Das ist sehr gut. Wunderbar. Ich glaube, wir haben. Ja, genau. Großen Applaus. Und jetzt ist Probefisch.